Gut, jetzt können Sie es so abdrillen und ein bisschen durchstellen, dort, dass die Leute ein bisschen... Ja, das ist schon gut. Passt schon. Hauptübung Führergrabs. Neu eingekleidete Führergrabs, die sich zum ersten Mal vor so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern geregnet und darum natürlich hat man die prominenten Gäste schützen. Frauen und Männer von der Feuerwehr haben alles gegeben, auch alle Töchter oder respektive alle Kinder von Daniel Koller, vom Kommandant. Ja, er hat einiges an Kind und auch an Unterstützung, das hat man gemerkt, sei das jetzt familiär oder sei das eben auch von seinen Männern und Frauen in der Feuerwehr. Sehr viel interessiert die links der Gemeindepräsidenten Niki Lippun, rechts Sibyl Goth, Präsidentin Feuerschutz. Ja. Und ein Haufen andere Prominente. Hier hinten dran der Daniel Koller im Gespräch mit einem Pensionisten im Unruhezustand, der Hans-Rudi Rohrer, ehemals ein Nachbar von mir, immer noch voll im Einsatz. Und das wird er im W&O dokumentieren, was sich hier abgespielt hat. Es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich und interessant gewesen. Man sieht hier in diesen Kästen drin, da liegt alles schön, fein, säuberlich parat. Und dann nimmt man sich die Kleider, legt sich an, das muss natürlich dann aber sehr, sehr schnell gehen. Ja, wir schauen einfach ein kleines bisschen zu. Früher hatten wir einen Durchgriff in den Hosen, aber jetzt geht das nicht mehr weg schwarz-weiß. Jetzt langst du nur immer in den Hosensack, jetzt musst du immer rein runterlegen. Das ist ein bisschen aufwendiger als früher. Siehst du? Baby, sind alle da? Sind von dir alle da? Gut. Gut! Herzlich willkommen zu der Hauptübung der Feuerwehr Grabs. Alle, die an diesem lauen Öbetli hier den Weg hierher gefunden haben, herzlich willkommen. Die Zukunft wird sicher herausfordernd werden. Generell kann man durchaus sagen, das Schweizer Milizsystem steht zunehmend unter Druck. Die individuelle Lebensgestaltung von jedem, die höheren beruflichen Ausbildungen, durchaus auch das gewollte, stärkere Engagement der Frauen im Beruf und die Lockerungen von traditionellen Bindungen führen dazu, dass die Freiwilligenarbeit in der Schweiz leider immer mehr abnimmt. So engagieren sich immer weniger Leute in ehrenamtlichen Vereinen, sozialen oder karitativen Organisationen oder in Interessensverbänden. Hinter all unseren Milizfeuerwehren steckt ein Haufen Aufwand und viel Herzblut. Das muss ich euch glaube nicht sagen. Für uns ist kein Aufwand zu gross und keine Zeit unpassend. Wir stehen das ganze Jahr durch für die Sicherheit der lokalen Bevölkerung zur Verfügung und hoffen, dass wir so auch in Zukunft genug Nachwuchs rekrutieren können, dass das so weitergeht. Und so haben wir im Rahmen von bestehenden Zusammenarbeitsverträgen, aber auch der Zusammenarbeit, die wir pflegen wollen, einen weiteren grossen Schritt geschafft mit dieser Kleiderbeschaffung. Heute kann ich sagen, wir haben eine motivierte Mannschaft, wir haben eine gute Infrastruktur, einen guten Fahrzeugpark und modernes Material, dass wir für alle Herausforderungen im Einsatzfall gerüstet sind. Für spezielles Einsatzmaterial greifen wir immer noch unkompliziert auf andere Feuerwehren zurück und das klappt tipptopp. Das können glaube ich, meine Kameraden aus den Nachbarfeuerwehren auch bestätigen. Eben im Werdenberger Feuerwehrverband sind wir ebenfalls aktiv dran an der Zukunftsgestaltung. Veränderungen bedeuten immer wieder intensive Diskussionen und das Finden von Kompromissen. Ich bin persönlich aber überzeugt, dass uns das auf Verbandesebene so gelingen wird und dass wir uns für die Zukunft so gut aufstellen können. Immer wieder übernehmen Kameraden von uns zusätzliche Verantwortung und Zusatzaufgaben. Darum freut es mich heute ungemein, dass sich bereits im Jahr 2020 zwei ADF entschlossen haben, sich zum Gruppenführer aus- und weiterbilden zu lassen und im 2021 nochmal zwei. An dem fünftägigen Kurs oder mit dem fünftägigen Kurs haben sie eine Beförderung zum Korporal verdient. Ich möchte die Gelegenheit
nutzen, euch zu danken für euren Einsatz, dass ihr euch bereit erklärt habt, diesen Kurs zu absolvieren. Und mit diesem Kurs darf ich euch im Namen der Feuerschutzkommission zum Korporal befördern. Du bist schon dran. He? Vielen Dank. Gell? Das ist dir. Ja. Vielen Dank, Benjamin. Danke auch. Michael, danke. Vielen Dank. Darf es gut selber herkleben. He? Janis, merci vielmals. Zudem haben wir, wie es sich gehört, euren Helm umgefährt. Ihr habt nicht mehr die roten Streifen für den Soldaten, sondern die blauen für den Gruppenführer und sind hinten entsprechend auch gekennzeichnet. He? Benjamin. Besser. Janis. Donat. Merci. Und deine, Michael. Gut, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. He? Gut, dürfen wir wieder zurück. Tom, Samuel, jetzt dürfen wir führen kommen. Es freut mich, dass die Feuerschutzkommission unserem Antrag gefolgt ist. Und somit darf ich euch zwei heute Abend in den Rang vom Leutnant befördern. Tom, vielen Dank für deinen Einsatz. Danke. Sammy, vielen Dank. Das zu euch. Ihr habt hier noch etwas Kleines, die Lampe, die Obligat, denn das Rangleit sind wie die Offizier im Gurt. Darf ihr noch mitnehmen. Wir haben aufgrund von dem, dass unsere Schüsseln schon ein bisschen älter sind, haben wir euch zwei nigelnagel neue Helme zutun, dass ihr ebenfalls so gekennzeichnet sind wie wir, mit einem orangen Helm. Einmal hier, Tom, einmal hier, Sam. Vielen Dank. Gut, dürfen wir noch wieder eintreten. So, jetzt löst sich meine Rede langsam auf. Dann zuletzt, aber nicht weniger wertschätzend, der Walter Willi ist seit Anfang 2021 in der Funktion als Atemschutzchef. Er nimmt sich dieser Aufgabe vorbildlich an. Zudem hat der Walter den Einsatzführung 2 Kurs besucht. Und es freut mich, dass auch hier die Feuerschutzkommission dem Antrag gefolgt ist. Und hiermit darf der Walter vorkommen. Und ich darf dich heute Abend in den Rang vom Oberleutnant befördern. Einen Helm hast du schon. Walter, vielen Dank. Danke auch. Deine Batte und da noch etwas Kleines als Andenken an den heutigen Abend für die Beförderung. He? Gut, das ist ein Applaus wert. He? Gut, ich will nicht mehr allzu lang werden, aber doch will die Zeit noch nutzen, zum Danken zu sagen. Mein Job als Kommandant ist es, Feuerwehr 365 Tage, 24 Stunden am Tag mit einer gut funktionierenden und geeigneten Mittel, eine top ausgebildete Mannschaft, für jeden Einsatz gerüstet zu haben und parat zu sein. Das ist nicht immer einfach, das gebe ich zu. Oftmals passt es nicht sonderlich ins Tagesprogramm, wenn der Pager abgeht und irgendwo ein Nattel läutet. Darum auch ein Dank, nicht nur an eure Feuerwehrler, sondern auch an eure Familie und eure Partner, die doch die ein oder andere Stunde im Jahr auf euch verzichten und euch an einem Abend in die Feuerwehr lassen, anstatt dass ihr daheim auf dem Sofa rumtrollt. Einen besonderen Dank möchte ich aber auch hier meiner Familie aussprechen und vor allem meiner Frau, der Hedwig, denn die Organisation von diesem Amt als Kommandant verlangt auch ihren einiges ab, gerade in der jetzigen Zeit. Schränkt uns zeitweise auch entsprechend ein und sie müssen doch das ein oder andere Mal mehr auf mich verzichten. Darum da einen herzlichen Dank. Als letztes. Merci. Ein letzter Dank, aber nicht ein geringerer, an alle von euch, die hier stehen. In der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft habt ihr bei den Übungen und bei den Einsätzen immer alles gegeben, habt mich unterstützt und mich getragen. Darum vielen Dank auch an euch. Merci vielmals. Applaus.
Ein Dank, das hat man gespürt, wo von Herzen kommt. Weil der Einsatz für die Öffentlichkeit, 24 Stunden, alle Tage vom Jahr, einfach immer und immer, ja, das schweißt auch zusammen. Und dann hat Daniel Koller verschiedene Einrichtungen gezeigt. Zum Beispiel, wie man einen Keller leer sucht, was für Möglichkeiten und Einrichtungen, was für Geräte und Sichtbarkeiten da zur Verfügung stehen. Sehr interessant. Und das entsprechende Modul geht mit dem Team, das dann aufgeführt ist, wer ist Gruppenführer, wer ist dort, wird dann dem Schadenplatz zugewiesen. He? Wir haben insgesamt 6 Teams, die wir in Einsatz bringen können. Viel mehr Mittel haben wir nicht, sonst müssen wir von den umliegenden Wehren dann entsprechend Material besorgen, sofern die das nicht selber brauchen, weil es jetzt einfach ein grösseres Ereignis ist über die Region hinweg. So können wir immer nachvollziehen, welches Team ist wo dran, mit was für Mitteln. Wir haben für sämtliche unsere Möglichkeiten und Mittel, sechs Fahrzeuge und was auch immer, dass wir den Überblick behalten können, haben wir so Magnetli, dass wir jetzt hintöckeln können. Das Modul 1 ist jetzt hier bei dem Schadenplatz und wird dann mit dem Rüstwagen dorthin gefahren, dann wird der Rüstwagen dorthin gesetzt, dann müssen wir ein bisschen wählen, es ist was, wo dran. Das machen wir ganz bewusst nicht digital, weil da verheuert man sich sonst nur. Wenn die Fälle noch so reinkommen, werden die fortlaufend im System erfasst. Das heisst, jetzt kommen die Telefon bei uns auf die Zentrale. Der Janis erfasst jetzt dort so eine Meldung. Am Schwalbenweg 2, Schacht überläuft. Ich habe so ein Ticket für den Offizier, der draussen am Rekognoszieren ist. Der kommt die Meldung aufs Tablet über, sieht Schwalbenweg 2 und kann das eben anfahren. Wir haben 2 so Tablets. Eins liegt im TLF, also liegt. Hat eine Halterung im TLF rein und die zweite Halterung ist im Kommandowagen rein. Und so können wir auch, wenn es jetzt wirklich ein grosses Ereignis ist, können wir 2 Offiziere auf Weg schicken, die rekognoszieren. Über das System hier können wir nachher, wir haben jetzt hier das Ticket auch drauf, das kann man nachher annehmen. Wenn wir nachher vor Ort sind, kann der, der auf dem Schadenplatz ist, kann ein Foto machen und kann das nachher in öffentlichen Ordner reinfallen. Und dann sieht es nachher den, jetzt musst du mal auf den ersten Einsatz gehen. Jetzt hat es dort ein gelbes Eis gegeben, jetzt kann er dort auf das Eis hin und sieht das Foto, das ich jetzt vorne gemacht habe. Und so kann der Offizier vor Ort von der Situation ein Foto machen, das ist auch dokumentiert bei uns und ist so nachher abgeleitet. Also so kann man zum Beispiel auch dem Team sagen, schau, so sieht es aus, dort musst du her und zählen und das andere. Und so können wir das nachher entsprechend handeln und ist bei uns archiviert und abgeleitet beim entsprechenden Ticket. Und so haben wir noch einen Überblick, welches Team ist wo dran, mit welchen Mitteln. Wenn die zurückkommen, dann gibt es neue Aufträge, dann müssen sie sich wieder melden. Und wir schauen auch, dass die Module immer komplett bleiben. Weil sonst gibt es einen riesen Käu, wenn die Pumpe vom Modul 1 dort und dann die Schläuche dort liegen. So haben wir immer ein Team mit Mitteln, das dann im Einsatz ist. Ja. Und so kommen die Anrufe dann ein, werden priorisiert und dann kann es halt sein, dass man dann halt nicht das Haus nebenzu macht, sondern zuerst einen anderen Schadenplatz betreut, weil halt dort dann einfach vom Potenzial her eben vielleicht noch eine Wärmepumpe jetzt noch ganz ist und wenn man nichts macht, dann sauft die ab und dann haben wir noch größere Schaden. Und so wird das dann je nach Meldung und nach Rekognoszierung wird das dann entsprechend priorisiert. Ja. Und jetzt raus aus dem Schermen, hin zur Realität. Es hat geregnet wie Ströme, das passt genau zur echten Situation. Dort beim Eisfang haben sie gezeigt, mit welchen Möglichkeiten dass man ein Haus schützen kann, wenn Hochwasser ist. Die Module sind so aufgebaut, dass wir immer mit einem Modul und einem Trupp einen Schadenplatz bearbeiten können. Das heisst, wir haben Schmutzwasserpumpen drauf, etwas grössere für das Gröbere, dass wir nochmal einfach den Wasserpegel senken können. Mit einer entsprechenden Schläuche dazu und haben auf jedem Modul eine flach absaugende Pumpe für den Rest nachher, dass wir den Rest Wasser auch rausbringen. Für das haben wir dann die kleinen Schläuche. Oben drauf haben wir formfeste, das ist einfach vom Widerstand her, von der Pumpe her, bis wir von außen sind, bietet die ein bisschen weniger Widerstand und die Pumpe hat ein bisschen mehr Förderleistung.
Wir gehen nachher nicht Feucht aufnehmen und das hinterste Ledstecklein vorputzen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hinten drauf auf jedem Modul einen Wassersauger, wo wir dann eben den Rest des Wassers auch noch zusammennehmen können. Und entsprechend nachher über eine Sturzkupplung ebenfalls direkt rauspumpen können. Plus, minus sind alle Module gleich aufgebaut. Von denen haben wir 5. Das heisst, wir können 5 Schadenplätze gleichzeitig mit unserem Material bedienen. Wenn wir mehr haben und die umliegenden Feuerwehren nicht im Einsatz sind, dann kommen wir von dort aus nochmal Material dazu über. Und wenn sie selber angewiesen sind drauf, dann ist es dann, wie es ist. Dann haben wir, was wir haben und machen das, was wir können mit dem, was wir haben. Ja. Ihr seht, wir haben von Kabelrollen über alles mit dabei, dass wir das wirklich abladen können und dass dort die Leute den Schadenplatz selber bewältigen können. Wenn sie fertig sind, packen sie wieder auf und kommen den nächsten Auftrag über, werden dementsprechend abgeholt. Dann müssen sie sich dann etwa 20 Minuten vorne melden, dass das Fahrzeug dann auch zur Zeit dort ist. Dann wird das so hin und her disponiert. Darum haben wir alles so auf verschiedene Wege. Das macht uns relativ flexibel im Einsatz. Ja? Genau. Jetzt ist es so, wir gehen nachher hier auf dem Damm langsam richtig führen. Ihr seht schon, gewisse sind am Beleuchten, dass wir zur Nacht etwas sehen. Es ist jetzt so, wir haben ein Häuschen hier hinter dem Kiessemmler unten. Und das hat ein Problem, dem läuft der Bach durchs Haus. Ja? Jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier für Mittel haben, wie wir hier vorgehen. Einen Bach haben wir leider keinen, den müssen wir auch selber machen. Aber den machen wir extra selber, dass wir auch sehen, was die Pumpen für Leistungen haben. Ja? Also wir machen jetzt anstatt, dass wir das Wasser rauspumpen, den Bach, dass wir hier das Szenario beüben können. Ja? Jetzt laufen wir auf dieser Seite so rundherum und treffen uns dann auf dem Kiessemmler wieder. Und dann können wir heute mal schauen, was da so ein bisschen abgeht. Ja? Wir haben schlussendlich 60 Meter von diesen Sperren, die wir aneinander hängen können. Die kann man aber auch einzeln oder nur das zweite kombiniert setzen, um das Wasser mal ein bisschen abzuweisen. Die sind so gebaut, dass selbst im Grabserbach können wir die einfach einsetzen und die bleiben stehen. Die schwemmt es nicht weg. Einfach der Ein- oder Anpressdruck, den das Wasser gibt, funktioniert das einwandfrei. Die kann man auch vorbeugend aufstellen. Dass, wenn jetzt irgendwo ein See oder etwas kommt, kann man die vorbeugend schon an einem Teil herstellen. Mit dem steigenden Wasser wird das noch unter den Anpressdruck auf den Boden abgedrückt und bleibt dann auch entsprechend stehen. Wir haben jetzt zu diesem System gibt es noch Innen- und Außenecke im 30-Grad-Winkel. Das heisst, wenn man einen 90-Grad-Winkel machen, musst du auf 3 so Teile hin tun. Und dann kannst du aber auch Bögen machen. Im 30 oder 60 oder 90 Grad. Sie sind noch eine Alternative am Vorbereiter. Also wir können eine Planschbecke stellen, mit dem ist kein Problem. Einfach einen halben Meter Stautiefe. Wir können ein Rechteck machen, ein Quadrat. Und einen halben Meter Wasser einfüllen und so ein Bädchen machen. Vorne haben wir einen schönen Abweiser, der das Wasser fasst. Dann können wir es hier kanalisieren und dort wieder zurücklaufen lassen. Logisch, das Becken braucht man sonst nicht. Das ist jetzt mehr zum Zeigen, dass wir hier noch verschiedene Bauteile haben. Heben tut es auch mehr wegen dem Stapeln. Und also Pumpe und zwei Pumpen und dann nehmen wir es. Ja. Wassermäßig. Wir haben es lange nach Kapazitäten. Ja, dann gehen wir mal noch. Schön, sorry. Ja, ja, noch mal. Genau, jetzt haben wir 2 Elektropumpen, Chiemseestrahl plus die grosse Tauchpumpe Mast aus dem Rüstwagen und die Motorspritze, die jetzt fördert, oder? Wo man jetzt hinten Wasser fördert. genau, sie können noch ein bisschen. Ja, jetzt haben wir für Chiemsee haben wir jetzt noch, dass wir einen formfesten Schlauch an der Zugseite tun, haben wir einen Seierposten, einen 75er. Ja. Dass man sie nicht in den Schacht, die bringst sie nicht. Weißt du, jetzt in der Wette unten. Ja. Und die bringen gleich noch ein bisschen, die bringen gleich 1200 Liter je nach Höhe und Zeugs und Sachen. Und jetzt haben wir, haben wir einen formfesten Schlauch, den Seier in den Schacht hier, und dann kannst du sie vorher füllen mit Wasser. Dann könntest du ein paar so quer rein tun und dann wirst du schnell ein bisschen zurückheben, genau. Also das hat man auch gesagt, wenn es klariert wird. Ja, ja. Hängt sie ineinander ein und durch den Anpressdruck hier vom Wasser bleiben die noch, wo sie sind. He?
Und die sind, also können Sie mal, das ist ein bisschen Plastik. Da hat es nicht viel dran. Das ist alles Plastik, ja. Das ist wie alles heute. Darfst du nur nicht fallen lassen, sonst geht es kaputt. Ja, ein bisschen Plastik, aber eine ungeheure Wirkung und Fachkenntnis braucht es natürlich auch. Weil so einfach, wie es aussieht, ist es am Schluss gleich wieder nicht. Man muss es genau machen. Und dann von dieser Übung ab zur nächsten Übung. Ein riesiger Einsatz von der Feuerwehr, wenn ihr seht, was da alles aufgebaut und wieder abgebaut wird. So, jetzt der erste Pfad an, am Geblinken an. He? Genau. Zuerst kommt bei uns immer der Einsatzleiter mit dem Kommandowagen. Der wird jetzt hier auf den Platz hier fahren. Hier. Gut. Der Einsatzleiter geht jetzt vor Ort mal sich ein Bild machen. Oh, jetzt brennt! Komm, sehr nah! Ich kann den Gang nicht herholen! Nein, Gang nicht! Genau, jetzt hinten drin kommt das Tanklöschfahrzeug. Der Maschinist vom Tanklöschfahrzeug hat jetzt vorne eine Pumpe schon einschalten können. Das heisst, er hat dann hinten noch schon Wasser auf den Pumpen und entsprechend Druck, dass die ersten Schläuche bereit sind. Das nächste Auto hinten dran ist der Rüstwagen, der aufgeschlossen ist. Und hinten dran kommt noch schon der erste Mannschaftstransporter. Sechs Mal aus dem Tanklöschfahrzeug können mit dem Atemschutzgerät angelegt aussteigen. Die kommen jetzt beim Einsatzleiter den Befehl über und werden dann entsprechend den Auftrag so ausführen. Dann sehen wir beim Rüstwagen, beim zweiten Fahrzeug, können sich die Mannschaft ebenfalls ausrüsten auf dem Anfahrtsweg mit Atemschutzgerät. Die haben das auch schon an und können dann entsprechend in Einsatz. Der erste Trupp rüstet sich jetzt beim Tanklöschfahrzeug aus, legt Masken an vom Atemschutz und hat dann auch entsprechend die Luft aus dem Gerät raus und richtet jetzt dort den Schnellangriff. Das ist ein Hochdruckschlauch, wo der Maschinist schon direkt Wasser abgeben drauf ab dem Fahrzeug. Wir haben 2400 Liter Wasser dabei, wo er hier direkt schon auf den Schlauch abgeben kann. Und in einem ersten wird jetzt mal das intakte Fahrzeug abgeschirmt, weil dort noch einer drin sitzt. Wir haben dort noch einen Patienten drin, um dort mal die gröbste Gefahr abzuschirmen. Es hat noch einen Fahrer drin in meinem Fahrzeug. Und darum sind sie jetzt von der vorderen Seite her einmal den Brand am Bekämpfen, dass sie sich noch in einigermaßen sicheren Umgebung noch retten können. He? Dann ist es also Standard, dass man bei Fahrzeugbrand von vorne her das Fahrzeug angeht. Wenn man nicht weiss, was für einen Antrieb das sie haben, ist meistens der Gastank hinten unten, wenn es ein Wasserstoffbetrieben ist. Und wenn es klappt, dann fliegt der hinten raus weg. Ein weiterer Trupp versucht sich jetzt Zugang zu verschaffen zum Fahrzeug, um den Patienten noch rauszunehmen. Der Patient wird jetzt betreut im Fahrzeug und wird so weit parat gemacht, dass man ihn dann rausnehmen kann. Und da, dass man auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite jetzt nicht dazukommt, wird jetzt ihn voraussichtlich hinten rausnehmen. Dumme Frage stellen. Nein, ich habe dumme Frage. Wieso? Also, gell, meine Laienvorstellung wäre jetzt, wenn der mit seinem vollen Strahl einfach den Boden ins Fahrzeug reinzielen würde, dass der Brand viel schneller gelöscht. Ja, ja. Das ist jetzt bewusst wegen euch so. Er tut jetzt eigentlich, jetzt in meinem ersten macht er nochmal darum hat er ihn so breit eingestellt, weißt, dass das Auto gekühlt wird. Aha. Aber ist klar, er hat jetzt ein bisschen knapp Glück. Klar, die können jetzt anfangen mit den Löscharbeiten.
Er braucht jetzt die Leute eben noch rundherum, um noch einen Patienten zu versorgen, oder? Mhm. Weil das Auto ist kaputt, das andere auch. Ja. Da passiert nicht mehr viel. Vom Seben her, genau. Und darum ist es wichtig, dass er rauskommt und dass dann noch eben dort hinten zusammen Ritter parat sind. Okay. Darum fangen sie jetzt dort hinten an, siehst du, anfangen aufbauen, machen und tun. Und jetzt schieben wir dann langsam ein bisschen ab, dass wir dann mit dem Patienten mitgehen können. Ja. Genau. Okay. Aber das ist so, jetzt, sie kühlen jetzt vorne noch ein bisschen und dann löschen sie dann ab. Okay. Und wir lassen dann jetzt ehrlich gesagt auch noch ein bisschen runterbrennen. Weil es ist noch ein Schaden um das Zeug, das noch drin ist. Da muss man noch alles entsorgen. Oh ja, stimmt. Okay. Danke. Gut, jetzt werden wir nachher links durchschauen. Da. Von mir aus links, von euch aus gesehen. Dann sehen wir, dass sie dort anfangen, das Zelt aufzubauen. Es ist dann so, dass wenn der Patient nachher geborgen ist, haben wir Samariter hier auf Platz. Wir haben 10 Samariter, die in der Alarmgruppe eingebunden sind, wo wir im Einsatzfall darauf zugreifen können, inklusive einem Arzt. Und die fangen jetzt ein Verwundetennest an einrichten. Wir haben ein Schnelleinsatzzelt beschaffen. Wenn es mal liegt, dann steht das innerhalb von 3 Minuten. Das wird mit einer Druckluftflasche aufgeblasen. Hat Abmessungen von 5 auf 5 Meter. Und so kann man nachher in einem geschützten Rahmen, vom Wetter geschützt, aber auch von den Leuten her, von dem Blick her geschützt, kann man die Patienten nachher betreuen, bis nachher die professionelle Hilfe, sprich Rettung, Rega, wer auch immer dann auf Platz ist. Sie legen jetzt das aus, fangen es an vorbereiten, hängen nachher die Flaschen an und können das öffnen. Wir haben anfangs das Jahr umgestellt. Wir haben für die Samariter ein Sanitätsmodul erstellt, wo alles, was sie brauchen, drauf ist. Es hat einzelne Kisten drauf, ein Modul Verbrennung, ein Modul Stabilisation, Hygiene und so weiter. Alles, was sie brauchen, ist auf dem Modul fix drauf. Das ist das erste Modul, das der Maschinist ablässt und rauskommt. Dann hat es ein Schnelleinsatzzelt drauf. Wir haben die Beleuchtung drauf, dass sie Licht haben dort rein und wirklich autonom versorgt nach einem Patienten können betreuen. Das Modul, das sehen wir jetzt dort stehen, und es ist jetzt so, wie es muss sein, es ist leer. Das ist ja richtig so. Die Samariter sind jetzt dran, um sich dort ein bisschen einzurichten. Und sobald das Zelt steht, werden sie sich dort noch häuslich breit machen können. Parallel dazu sehen wir jetzt, wird ein Sichtschutz aufbauen. Das ist ebenfalls eine Neuigkeit, die wir dabei haben. Das heisst, in gewissen Fällen wird man den Patienten den Schadenplatz vor neugierigen Blick schützen. Und für das können wir die entsprechenden Sichtschutz aufstellen und so einem Patienten oder uns ein bisschen Privatsphäre verschaffen. Der Patient selber ist jetzt draußen, der liegt in den Korbschleiftragen hinein. Der wird jetzt Richtung Verwundetennest transportiert und dort noch weiter medizinisch betreut. Ihr seht jetzt, dort hat es so eine Atemschutzflasche dran. Mit dieser Luft, die dort drin ist, wird jetzt das Zelt entsprechend aufgeblasen. Das steht dann auf wie so 4 Elefantenfüße und hat dann, wie gesagt, 5 auf 5 Meter Abmessungen und kann im Zentrum rein bis 15 Kilo Gewicht heben. Also wir könnten noch irgendetwas Beleuchtung aufhängen, was auch immer. Es mag noch 15 Kilo Gewicht tragen. Hier hat es Seitenwände, die man einfädeln kann, die entsprechend dann rundum für einen Sichtschutz sorgen. Dass uns das nicht davor fliegt, müssen wir es entweder abspannen oder wir haben unten durch so wie Elefantenfüße, die man mit Wasser füllen kann, die dann das Gewicht für das Gewicht sorgt, dass uns das nicht davor fliegt. Dass relativ hohe Bögen sind und wir so kleine Leute haben, mögen die nicht ganz auf mit dem Reissverschluss. Für das hat man aber gesorgt, dass er so eine Verlängerungsstange dabei extra, die man am Reissverschluss einhängen kann. Dann kann man das dann oben durchziehen. Und dann mögen eben auch die kleineren gelangen. Oben am Spitz können wir bis 15 Kilo anmachen. Also da könntest du jetzt eine Lampe anhängen mit 15 Kilo oder was auch immer. Rein durch die Stabilisation so hebt das. Die Akkukisten, die sie hinterher tun haben, die sind nach Einsatzgebiet entsprechend bestückt und beschriftet. Eben, wie gesagt, wir haben das Modul Verbrennung,
Das ist eine Akkukiste, wo wir eigentlich mehrheitlich alles drin haben. Für Verbrennungen, Stabilisation, Mundversorgung haben wir eins, Hygiene. Und so sind die ganzen Module eingeräumt. Und je nachdem, was sie brauchen, können sie sich in die Nähe nehmen. Was dazu kommt noch zum Ganzen, sind nach wie vor der Beatmungs- und Sanitätskoffer, den wir auf den Grossfahrzeugen versorgt haben. Und was auch noch brauchbar ist, ist eben entweder der Rucksack, den sie mitbringen. Und sonst haben wir auf dem Kommandowagen noch einen grösseren Erste-Hilfe-Rucksack, wo auch der Defi drin ist, Medizinalsauerstoff und ebenfalls noch mal gewisse Sachen für Wundversorgung, Verbrennungen. So ein bisschen fürs Nötigste, fürs Erste. Wo wir jetzt die ganze Bekleidung beschafft haben, haben wir noch das letzte Detail bei den Samaritern aufgeholt. Sie haben jetzt auch Schuhe bekommen von uns. Also sie haben die gleichen Schuhe an, oder auch Feuerwehrstiefel entsprechend, dass sie dann eben auf dem Schadenplatz auch entsprechend angelegt sind. Mit durchtrittssicheren Sohlen, Stahlkappen, dass sie dann nicht immer die privaten Wanderschuhe opfern müssen. Oder wenn sie mal zu Berg, wenn sie erst ins Depot müssen, gehen die Schuhe holen. Hat jetzt jeder ein paar entsprechende Schuhe bekommen und ist jetzt eigentlich von den Schuhen über Hosen, Jacken entsprechend ausgerüstet. Die Jacke ist fast gleich wie eine Brandschutzjacke vom Äußeren her. Ist einfach vom Aufbau her anders, dass es eigentlich mehr ein Witterungsschutz ist und nicht eine Brandschutzjacke. Hat darum auch eine Kapuze dran, dass sie mal können bei diesem Wetter mal Kapuzen nutzen, wenn sie den Helm nicht brauchen, entsprechend. Ja?